Hallo Leute, heute soll es mal um ein wirklich wichtiges Thema gehen. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen Themen, die ich auf diesem Kanal bespreche, ich für unwichtig erachte. Natürlich nicht. Aber das spiegelt halt meine Arbeitsweise wider, was ich auf diesem Kanal bringe. Und das spiegelt ja nicht alles wider, was sie so in meinem Leben vertritt. So, ich versuche auf diesem Kanal immer relativ unpolitisch zu sein oder auch die politische Diskussion nicht aufkommen zu lassen. Und auch sonst einfach den Arbeitsbereich von mir abzudecken. Was nicht heißt, dass es nicht neben dem total wichtige oder vielleicht sogar noch teilweise wichtigere Themen gibt, keine Frage. Man kann auch nicht politisch sein, aber wie gesagt, ich versuche das immer auf diesem Kanal ein bisschen fernzuhalten, dass es da wirklich um die Themen Gesundheit, Training, Ernährung, psychologische Beratung etc. geht. Aber gerade im Sektor Ernährung natürlich kommt ein bisschen das Veganismus rein, was ich hier reinbringe. Das ist natürlich von sich aus schon ein politisches Statement, ein politisches Thema. Und wie gesagt, ich finde die anderen Themen natürlich auch wichtig, sonst hätte die Arbeit nicht gewählt. Ich finde schon, dass das Individuum auf sich selber schauen muss, damit es dann aber auch die Gesundheit, die das Individuum erlangt, auch für die anderen nutzen kann. Also gibt es diesen alten Spruch, Survival of the Individual and the Survival of the Species, so als Hierarchie. Das heißt, ich muss das Individuum überleben, dann die Spezies. Ich würde das sogar noch ausweiten und sagen, wahrscheinlich das Individuum überleben. Wenn es um was Chronisches geht, das heißt auf lange Dauer, man kann natürlich auch das individuelle Leben opfern, wenn es hart auf hart geht und entscheiden, ich möchte jetzt irgendwen retten oder so. Aber generell, so übers Leben gesehen, sollte man zuerst schauen, denke ich, dass es einem selber gut geht. Und dann kann man auch schauen, dass es anderen gut geht. Und da aber nicht eben nur die eigene Spezies, sondern am besten auch den anderen Spezies, um das geht es eben heute. Und am besten auch dem ganzen Planeten. Und das Thema des Videos heute, da geht es um das, dass sie eigentlich total beeindruckt war, dass es vor 2 Tagen, ich wollte das Video gestern schon machen, im ORF, in der wie sagt man, Hauptsendezeit, Primetime, hat es eine Doku über Tiertransporte gegeben. Und das war etwas, ich bin jetzt seit 18 Jahren ungefähr vegan und in dieser Anfangszeit, da hat es ja noch kaum irgendwas gegeben von Veganismus, also kaum irgendwelche, unter Anführungszeichen, Ersatzprodukte, die man ja nie wirklich braucht, aber es ist für den Umstieg ganz fein. Man hat da kaum was bekommen, auch in Restaurants hat es eigentlich nicht wirklich viel gegeben. Und mittlerweile ist es ja fast im Mainstream angekommen. Bin ich da schon total beeindruckt. Hätte man aber nie gedacht, dass nach 18 Jahren das einmal in der Primetime im ORF kommt. Da war ich echt. Wir haben viel geredet in meiner Familie, die alle vegan sind. Und auch in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, wo immer wieder aufgekommen ist, ja, man müsste solche Dokus einfach mal in den Mainstream bringen. Und ich habe gesagt, das wird nie passieren. Also von dem her bin ich total beeindruckt. Wer das nicht gesehen hat, einfach auf der ORF TVTEK nochmal nachschauen. Das war heute ist Freitag, am Mittwoch am Abend um 20:15 Uhr. Das kann man normalerweise immer 6 Tage im Nachhinein noch anschauen. Sollte man sich anschauen. Wer sich generell für das Thema interessiert, dem empfehle ich den VGT, also die Homepage VGT.at. Da kann man ganz viele Infos rund um Tierrechte, Tiertransporte, Tierschutz etc. bekommen. Wie gesagt, ich habe die Doku eigentlich ganz gut, also ich habe gut gefunden, dass die Doku gibt. Was mich natürlich wieder geärgert hat, ist, dass diese Doku natürlich wieder voll mit Euphemismen war, wie biologische Tierhaltung, artgerechte Tierhaltung, Bio hier, Bio da, weil da sprachlich immer versucht wird, das Ganze zu entschärfen. Ja, und dann hat man gesehen, eine Metzgerin, die, glaube ich, Biofleisch verkauft und sagt, ja. Die Leute wollen halt nicht für das gute Fleisch bezahlen, sondern die wollen lieber für Tierleid bezahlen. Hinter ihr hängt eine halbe Kuh. Und das ist natürlich schon, also es ist schon sehr schizophren in unserer Gesellschaft. Es gibt kein Fleisch von glücklichen Kühen oder von glücklichen Schweinen. Es gibt nur Fleisch von toten Schweinen, von toten Kühen. Keines von den Tieren stirbt gern. Das ist, glaube ich, hoffentlich jedem klar. Und die sind auch nicht dafür gemacht, dass wir sie essen können. Jetzt kann man lang hin und her streiten und ich bringe auf meinem Kanal immer wieder auch wissenschaftliche Fakten oder vor allem wissenschaftliche Fakten, dass es nicht notwendig ist, Tierprodukte zu konsumieren. Also weder Milch, noch Fleisch, noch Eier, noch sonst irgendwas von den Tieren. Kann man dadurch jetzt gesund leben? Ja, natürlich. Das versuche ich in meinem Kanal auch immer zu vermitteln. Brauche ich das unbedingt zum Leben? Natürlich auch nicht. Das versuche ich auch auf meinem Kanal zu vermitteln. Kann man mit einem gewissen Anteil an Fleisch oder Tierprodukten in der Ernährung trotzdem gesund sein? Das denke ich schon. Aber wenn es Fakt ist, ich brauche es nicht, um zu überleben und ich brauche es nicht einmal, um gesund zu sein und wahrscheinlich ist es sogar gesünder, ich vermeide all diese Tierprodukte,
dann stellt sich mir wirklich die Frage, warum dann überhaupt noch? Also das Argument, das braucht man ja, das ist einfach nicht gegeben. Der naturalistische Fehlschluss, das haben wir immer schon gemacht, das ist hoffentlich für die meisten auch mittlerweile klar. Nur weil man etwas immer schon gemacht hat, heißt das nicht, dass es richtig ist. Es hat auch immer schon Kriege gegeben, Vergewaltigungen, Gewalt. Das ist auch etwas, was wir in unserer Gesellschaft nicht mehr wollen. Das heißt, auch das ist kein Argument. Dann kommt auch in dieser Doku kommt dann so das Argument auf, ja, aber die Umstellung ist so schwierig und was sollen dann die ganzen Bauern machen? Ich habe sicher auch Bauern bei meinen Zuschauern und an und für sich finde ich es ein totaler toller Job, Bauer, aber ein Bauer kann ja auch Pflanzen anbauen. Natürlich müsste ich sehr viel umstellen, das hat sich aber immer schon müssen, aber ich kann nicht sagen, naja, was soll ich dann arbeiten, wenn ich die Tiere nicht ausnutzen kann, ermorden kann, einsperren kann? Ja, das war früher bei der Sklavenarbeit auch. Da hat man sich auch sagen können, ein Sklavenhalter, ja, was soll der jetzt machen, wenn es die Sklaven nicht mehr gibt, wenn es keine Sklaverei mehr gibt? Ja, ist halt so. Also da gibt es ganz viel und die EU könnte auch ihr Sponsoring, was es jetzt gibt, auch in pflanzliche Agrarwirtschaft stecken, finde ich überhaupt kein Problem. Das heißt, das dazu. Und wie gesagt, ich bin beeindruckt, dass es diese Doku überhaupt in den Fernsehen geschafft hat, ins Hauptabendprogramm des ORFs. Und trotzdem eben hat mich das wieder eben aufgeregt, dass es so ein bisschen beschwichtigend ist, weil die Leute dann wieder das Gefühl haben, naja, gut, man hat dann auch im Laufe dieses Films der Doku gesehen, wie halt Kälber von Österreich in andere Länder transportiert werden und wie schlecht sie es da haben. Und der Umkehrschluss war dann sozusagen, ja, wie gut sie es doch bei uns haben. Und auch wenn sie es bei uns vielleicht besser haben, haben sie es immer noch nicht gut. Wenn man da sieht, wie die Kälber, also die Kuhkinder, direkt nach ihrer Geburt von ihren Eltern getrennt werden. Ich meine, stellt euch das mal das vor, jeder, was zuschaut und selber Elternteil ist, stellt euch vor, wie das ist. Es kriegt ein Kind in der Klinik, im Krankenhaus und dann wird es auch weggenommen. Du darfst das gar nicht sehen. Man weiß auch bei Menschenkindern und natürlich auch bei Tierkindern, was das für traumatische Erfahrungen sein. Das sind die traumatischsten Erfahrungen überhaupt. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen Einfühlungsvermögen hat, da muss es jedem klar sein, dass das nicht in Ordnung ist und dass das natürlich auch nicht machbar ist auf Dauer, auch schon aus ökologischen Gründen. Also dass das die Tierproduktion und der Tierproduktkonsum zu den größten Klimakillern gehört, mit dem größten ökologischen Footprint. Das ist hoffentlich mittlerweile auch im Mainstream angekommen. Es gibt keine Argumente mehr, warum man das macht. Und da möchte ich echt nochmal plädieren dafür, schaut euch diese Doku an, so als kleiner Einstieg, aber es gibt ganz viele andere. Ja? Also gerade auf Netflix sogar gibt es, ich habe es jetzt nicht alle im Kopf, die Dokus, wenn es eingibt, Tierschutz-Dokus oder so in irgendeiner Suchmaschine, dann findest du die alle und die meisten gibt es sogar wirklich schon gratis auf Netflix, sofern man Netflix hat, ist gratis. Oder kann man auch im Internet einfach runterladen, manche auch gratis. Auch wie gesagt, beim VGT zum Beispiel kann man ganz viel Filmmaterial auch anfordern oder auch direkt von der Homepage. Also nicht die Scheuklappen aufziehen, sondern Scheuklappen runter und einmal wirklich schauen, was läuft. Wie gesagt, ich versuche auf meinem Kanal immer wieder auch die Wissenschaft dahinter zu präsentieren, dass es auch einfach klar ist, man braucht es nicht. Ja, also nicht, ja, aber was soll ich denn machen? Da kann man nicht trainieren. Ich hoffe, wenn ihr manchmal auch meine Poser-Fotos anschaut, so man kann auch wenn ich jetzt nicht der Hulk bin oder Mr. Universe oder was, das will ich natürlich auch gar nicht, aber bin ich auch nicht. Man kann auch durchaus sportlich sein und ihr seht ja immer, wie ich trainiere auf meinem Kanal. Also man kann da relativ viel Trainingsvolumen vertragen. Das ist alles keine Ausrede. Also ich hoffe, auch solche Dokus kommen jetzt öfter im ORF oder in den klassischen Medien und dass die Leute da einfach ein bisschen aufgerüttelt werden. Ja, gut. Soll es Fragen geben von euch zu dem Thema? Bitte gern kommentieren. Wie gesagt, sonst ganz gern verleiht ihr auf dem VGD, wo ich selber auch immer wieder mitgearbeitet habe und auch immer wieder was mitmache. Momentan gerade ein bisschen weniger, aber ich hoffe, das kommt dann wieder, wenn meine Kinder ein bisschen größer sind. Aber wie gesagt, da am VGD.at unbedingt nachschauen, was es da alles gibt und sonst einfach mir eine Nachricht schreiben, wer braucht Unterstützung oder Informationen weitere, das gebe ich dann gerne weiter. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.